Ich laufe. Nochmal so zum Abschluss. Habt ihr von mir noch nie gesehen. Einmal wieder laufen, ne? Was ist nochmal seine Krankheit? Er hat Glasknochen, oder? Ich glaube nicht querschnittsgelähmt oder sowas, sondern Glasknochen. Der hatte schon extrem viele Knochenbrüche. Und so relativ, das passiert sehr schnell, wenn er hinfällt und sowas. Ähnlich, ähnlich. Ah, erklärt er noch. Ja, okay, gut. Das Spiel morgen beginnt 19 Uhr. Alter, der macht aber gute Klimmzüge. Hier wird Tropkus. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und heute gibt es mal wieder ein Laufen-Update-Video. Ich habe viel trainiert und möchte euch zeigen, an welchem Punkt ich jetzt bin. Ich habe ja schon viele Videos dazu hochgeladen, die könnt ihr euch angucken, falls ihr sie bisher verpasst habt. Und ich werde mit einem Mythos aufräumen, und zwar, dass ich kein Auto fahren kann, weil ich ja Rollstuhlfahrer bin. Und das stimmt so nicht, denn ich bin nicht gelähmt, ich spüre meine Beine, kann sie zunehmend auch benutzen und ich darf auch Auto fahren. Das heißt, den Rollstuhl, der ist ja super leicht. Schmeiße ich so in den Kofferraum. Mach den Kofferraum zu und steig ein. Alter Knopf, das ist krass. So Freunde, wir sind unterwegs und wie ihr seht, funktioniert das Ganze. Ich kann Auto fahren, obwohl viele Menschen das nicht glauben können. Ich habe einen Führerschein, also das Ganze ist auch nicht illegal und ich bin nicht gelähmt. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz großer Punkt, den viele irgendwie ja, falsch verstanden haben. Ich habe eine Knochenkrankheit, das heißt aber, dass ich meine Beine spüre. Also alles, jeder Schlag, der mich am Bein trifft, der tut mir auch wirklich weh und dementsprechend kann ich aber auch genau kontrollieren, wann ich Gas gebe und wann ich zum Beispiel bremsen möchte. Das musste ich auch in einer TÜV-Prüfung unter Beweis stellen und hat funktioniert. Ich bin mit 4 Jahren erst Rollstuhlfahrer geworden. Vorher konnte ich ganz normal laufen, habe auch Fußball gespielt und hatte meinen Spaß zu Fuß. Und dann hatte ich halt Schmerzen in den Beinen. Da haben die Ärzte lange gesucht, was es denn sein kann. Und dann habe ich mir die ersten Knochen gebrochen. Das war dann nicht mehr zufällig. Das war dann wirklich zunehmend immer, immer wieder. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Also mit 4 Jahren war es so, dass ich Schmerzen hatte beim Laufen und die wurden irgendwie immer stärker, sodass ich als Kind das natürlich nicht richtig verstanden habe, aber ich konnte dann erst nur noch krabbeln und irgendwann ging gar nichts mehr. Da habe ich dann den Rollstuhl gebraucht und da war ich dann ungefähr 4, 5 Jahre alt. Das war schon echt heftig, vor allem, weil die Familie das ja auch mitbekommt, wie ich erst lerne zu laufen und dann plötzlich nicht mehr laufen kann. Also das ist scheiße, wenn du lernst zu laufen und dann, wie er es halt sagt, wieder nicht. Also das war schon echt eine schwere Zeit und dann gingen die Knochenbrüche los, wo ich mir erst ganz zufällig einen Knochen gebrochen habe. Da hat sich keiner was gedacht, das passiert ja mal bei Kindern. Aber dann kam direkt der nächste Knochenbruch und wieder der nächste und wieder der nächste. Und die Ärzte waren auch total verwirrt, woran kann das liegen? Also warum bricht sich ein eigentlich gesundes Kind plötzlich ständig die Knochen? Ja, und dann haben sie halt Tests angestellt, 2 Jahre lang gesucht, was es denn sein kann. Und dann kamen die ersten darauf, dass es wahrscheinlich eine Knochenkrankheit ist, die so ähnlich ist wie Glasknochen, die heißt Osteoporose, das ist ein Kindes- und Jugendalter auftretender Knochenschwund. Das ist jetzt meine Diagnose und ich habe dann im Schulalter die ganze Zeit Brüche gehabt. Also wenn du mir die Hand geschüttelt hast zu dieser Zeit, dann war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mein Knochen gebrochen ist. Oder was? Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Wenn ich genießt habe, da habe ich mir schon so oft Rippen beigebrochen. Dementsprechend habe ich auch sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn Knochen brechen, dann müssen sie oft repariert werden. Und ich hatte schon viele, viele Operationen. Deshalb meine halbe Kindheit, würde ich sagen, habe ich ungefähr im Krankenhaus, in Reha-Kliniken, im Wiederaufbau verbracht. Als Jugendlicher habe ich dann super viel Rollstuhlbasketball gespielt. Und das war das Beste, was ich für meine Knochen tun konnte. Auch wenn man eigentlich denkt, ist ja super gefährlich mit sowas Ähnlichem wie Glasknochen. Ich habe mir auch viele Knochen gebrochen. Alter! Dabei. Aber der Fakt, dass ich meinen Körper belastet habe, das war das Richtigste und Wichtigste, was ich tun konnte. Denn nur so können die Knochen, kriegen die Knochen das Signal, dass sie gebraucht werden. Und ich kann euch heute sagen, als 26-Jähriger, ich fühle mich so gut in meinem Körper wie noch nie zuvor. So gesund, so stark wie nie zuvor. Und ich kann Dinge machen, die früher unmöglich gewesen wären. Wir werden nämlich jetzt gleich auch im Training sein, gemeinsam. Ich werde euch gleich zeigen, wie ich trainiere, wie es mir heute geht, wie viel ich auf den Beinen schaffe. Und ihr werdet sehen, so viel habt ihr von mir noch nie gesehen. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, haben mit Sicherheit auch schon die Trainingseinblicke gesehen. Die, die es noch nicht tun, sollten es jetzt nachholen. Ich nehme euch ein bisschen privater mit und zeige euch natürlich auch, was ich so im Fitnessstudio mache.
manche haben es mitbekommen, ich habe ein Buch geschrieben. Das ist schon letztes Jahr gewesen. Es ist sogar, ich bin sehr stolz drauf, es ist Spiegel-Bestseller geworden. Es soll gar keine große Werbung sein. Diejenigen, die es interessiert, ihr könnt es euch vielleicht sogar als Hörbuch jetzt kostenlos reinziehen. Das geht bei Podimo. Ich habe einen Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch auch andere Sachen reinziehen. Ich habe mit denen gequatscht. Ihr habt 45 Tage kostenlos. Also ihr könnt euch praktisch anmelden, das Ganze direkt deaktivieren und zahlt keinen Cent. Dafür habt ihr aber von Business über True Crimes und halt auch mein Buch als Hörbuch alles kostenlos zur Verfügung. Checkt einfach mal ab. Ich möchte aber auch die schlechten Guter Hoodie. Nachrichten mit euch teilen. Ich habe nämlich dieses Jahr die Nachricht bekommen, dass meine Knochendichte wirklich nicht gut aussieht. Das Ergebnis hat mich richtig schockiert, denn auf der einen Seite fühle ich mich so gut wie noch nie zuvor und auf der anderen Seite sind diese Ergebnisse, wenn gut hier oben ist, hier unten. Und das passt für mich nicht zusammen. Deshalb treffe ich jetzt meinen Arzt Oliver und ich hoffe, dass er mir das Ganze ein bisschen erklären kann. Hallöchen, mein Lieber. Hallo, grüß dich. Hallo Oliver. Schön, dich wiederzusehen. Ja, danke, dass ich nochmal hier vorbeikommen darf. Ich habe ja beim letzten Mal dir schon erzählt, dass es mir körperlich so gut geht wie noch nie zuvor. Und du hast gesagt, hey, wir wollen hoffen, dass das nicht jetzt im Moment, sondern ab jetzt für die ganze Zukunft gilt. Und mit den Worten bin ich wirklich sehr motiviert hier rausgegangen und habe Gas gegeben ohne Ende und mir dann auch mal hier an der Uni in Köln einen Profi geholt, der sich meine Knochendichte, also wie stark die wirklich sind, nochmal angucken sollte. Und da muss ich glaube schon, Herrn Jetson, gucken, weil die Knochendichte, so wie das aussah auf dem Bildschirm da, das sah nicht so schön aus, bin ich ganz ehrlich. Also ich war da überall im roten Bereich. Knochen entwickelt sich dann, wenn er benutzt wird. Der Knochen braucht viele Monate, um sich anzupassen. Also wenn du jetzt Muskulatur aufbaust, dann wird der Knochen erst in ein paar Monaten sich anpassen. Ah, okay, das bedeutet, wenn ich mich vom Gefühl her mit meinen Muskeln irgendwo schon im grünen Bereich sehe. Genau, dann braucht der Knochen, bis er hinterherkommt. Dann würde ich erwarten, dass unter fortgesetztem Training man in einem Jahr oder sowas sieht, dass das nach oben ansteigt. Also gibst du mir grünes Licht, wenn du das hier siehst, dass ich weiter Gas geben darf? Jawohl. Freunde, wenn ihr irgendwas nicht verstanden haben solltet, dann fragt gerne in den Kommentaren. Ich meine, ich beschäftige mich jetzt schon seit Jahren mit meiner Krankheit, bin aber trotzdem kein Profi und muss immer wieder aufs Neue Fragen stellen. Deshalb, es gibt keine dummen Fragen, stellt sie gerne. Und hier ist es ein echter Vorteil, dass meine Beine der macht schon nicht so viel wiegen. Stabile Klimmzüge. Ich muss ja meine 75 Kilo irgendwie nach oben ziehen bei den Klimmzügen. Ich schaffe so 10 bis 15. Boah, Digga, 10 bis 15 Klimmzüge, das ist macherhaft. Und dann habe ich mein Maximum erreicht. Ja doch, gute Arme und so, guck mal. Und ich finde auch, dafür, dass er so nicht viel läuft, also ne, kaum läuft, der hat auch gar nicht so eine schwache Muskulatur an den Beinen. Geht schon gute, ganz gut, gute Beine. Wisst ihr, was ich meine? Als ich angefangen habe, mal seine Waden und so. Mal 1 bis 2 Minuten am Stück geschafft, so zu gehen. Mittlerweile sind es 4 bis 5. Und ich laufe immer so weit, wie ich komme, wie meine Beine mich sicher tragen. Sicherheit ist ganz wichtig. Da mache ich eine Pause und dann gucke ich nochmal, wie weit ich komme. Also meistens sind es so zwei Parts. Danach spüre ich meine Beine nicht mehr, aber genau darum geht's. Ich muss mich immer noch sehr konzentrieren dabei. Bei euch ist das automatisch alles schon unterbewusst seit 20 Jahren im Kopf. Für mich wird die Festplatte gerade überschrieben. Ich weiß nicht, wie groß er ist, um ehrlich zu sein. Aber es macht Spaß. Ich habe Libor jetzt ein paar Mal schon gesehen. Ich glaube, so 5 Mal oder so, aber halt immer am Rollstuhl. 5, 6 Mal, würde ich sagen. Ich habe allein 3 Videos mit ihm auf. Naja, noch mehr. Er sah also immer im Rollstuhl gewesen. Deswegen kannst du dir nicht sagen, wie groß er ist. Ich kann nicht mehr und ich weiß nicht, was ich muss,
aber ich kann nicht mehr. Ich glaube, jeder, der diese Übung schon mal gemacht hat, weiß, dass das der absolute Endgegner ist. Feierabend. Ich bin jetzt zur Bewegungsanalyse bei Sporthumedic und die können mir gleich genau sagen, was an meinem Körper schief ist und wo ich noch Muskeln trainieren muss, damit es wieder gerade wird. Ich habe mich jetzt umgezogen und da stehen auch schon meine Profis für heute. Hallöchen. Hi. Hi. Ich bin Leroy. Hallöchen. Tobi. Hi. Grüßt euch. Ich bin zum ersten Mal hier. Wie genau läuft das jetzt ab? Also wir werden dich gleich erstmal vorbereiten. Wir haben verschiedene Sensoren, die wir nutzen. Das kommt an meinen Körper, nehme ich an? Ja. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, komm ein bisschen zum Laufen her, ein bisschen trainieren vielleicht. Aber jetzt werden mir die Beine rasiert. Ja. Rafael ist Osman, danke für die beiden Subs. Digga, der hat wirklich stramme Beine, ne? Meine ich ernst. Gerne, Bruder. Wenn du es oder so sagst, einfach Bescheid, ne? Mhm. Wir können auch jederzeit abbrechen. Okay, ready? Mhm. Los geht's. Runter. Wenn wir jetzt hier einfach mal das Sprunggelenk als Referenz nehmen, dann solltest du eigentlich mit deinem Kniegelenkszentrum, Hüftgelenkszentrum, Schulter, Ohr auf einer Linie sein. Du bist jetzt zum Beispiel auch hier mit den Knien weiter vorne, vor allen Dingen auf links. Aber mein Ohr ist komplett auf Linie, da könnt ihr mir nichts erzählen. Das Ohr ist auf der Linie. Definitiv, die Schulter tatsächlich auch. Xeno Maxim, Kuss. Also du bist eher so mit Knie, mit dem Becken so ein bisschen weiter vor. Okay. Dass das ja nicht alles symmetrisch ist, ist ja irgendwo logisch, wenn dein Bein einfach mal, weißt du, wie viel es kürzer ist? Es sind 5 cm. Na krass, okay. Ja, gut. Hast du schon mal? Nee. Ja, nee. Guck mal, ich bringe auch ein paar Überraschungen mit. Ne? Es sind wirklich 5 cm und ich spüre das natürlich auch. Ja, also es ist schon immer so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen an. Er hat auch einen Schuh, der hat einen voll hohen Absatz. Das habe ich auch schon oft gesehen. Wie humpeln. Wenn ich sauberer es schaffe zu gehen, werde ich mehr Meter machen können. Das ist ganz klar. Aha, ja, gar keine Härchen dran, ne? Klar. Kurz und schmerzlos hast du gesagt. Jetzt. Boah, der ist auch gut. Silber, danke für den Zähler, Bro. Ja, das schneiden wir raus. Davidovic und Philipp Kuss. 5 cm schon viel. Ja, also das ist viel. Ne? Also sehen ist, dass dein Becken auch in der hohen Torsion steht. Das heißt, was wir eben auch schon sehen konnten, dadurch, dass du mit dem einen Fuß das weiter vorne belastest, mit dem anderen Fuß ein bisschen weiter hinten auf der Ferse, David und Philipp, dein Becken in irgendeiner Weise gedreht. Okay. Im Endeffekt sind es jetzt 8 Grad, die da Drehungen drin sind. Ist das viel? Also ja, die 8 Grad Drehung im Becken, das ist schon einiges. Also okay. Der Referenzwert, der geht so bis 2 Grad ungefähr. Ui. So ein Gefühl dafür hast. Okay. Ja, und dann komme ich in ein paar Monaten nochmal und dann schauen wir, was sich getan hat. Freunde, so eine Ganganalyse kann ich wirklich jedem von euch nur ans Herz legen. Da merkt ihr auf jeden Fall, wo die Defizite sind und ich kann es jetzt im Training halt auch wirklich so trainieren, dass ich genau da ausgleiche, wo mein Körper Schwächen hat. Und für diejenigen, die jetzt das Gefühl haben, dass es unglaublich ist, ich kann das selber total gut verstehen, weil ich ehrlich gesagt nicht geglaubt hätte, dass es mir körperlich eines Tages mal wieder so gut gehen würde, weil Silber, ich halt nur Dank. Mein Leben so kannte. Aber wenn ich den Ärzten vertraut habe, und das habe ich, dann haben die immer auch so eine Restchance gesehen, dass ich wieder gut auf die Beine komme, wenn die Dinge gut zusammenspielen. Ich habe das in den Kommentaren gelesen. Ich möchte nicht, dass ihr das irgendwie falsch versteht. Das hier ist keine Wunderheilung. Also die Chance war immer da, dass ich eines Tages vielleicht wieder ein bisschen laufen kann. Und gerade in der Schulzeit, da war das immer ein Auf und Ab. Es gab Phasen, da konnte ich mehr Schritte machen und es gab Phasen, da war ich wirklich an den Rollstuhl gefesselt. Teilweise mit 3 Knochenbrüchen gleichzeitig. Also das war ein ständiges Auf und Ab. Und jetzt, die letzten Jahre, bin ich zum ersten Mal an dem Punkt, dass ich nicht sagen muss, geht's gerade hoch, geht's gerade runter, weil ich weiß, dass es nur noch hoch geht. Freunde, ich möchte jetzt am Ende dieses Videos noch einmal kurz Danke sagen. Ich habe hier auf YouTube vor Jahren als kleiner Junge im Rollstuhl gefühlt angefangen und über die Zeit bin ich erwachsen geworden. Ihr seid mit mir gewachsen und ich habe viele Fehler gemacht, aber auch viel, viel,
viel gelernt und möchte wirklich euch da draußen danken für jede einzelne Nachricht. So viel Support und Unterstützung, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und das bis heute, jeden Tag. Also ihr treibt mich wirklich an. Vielen, vielen Dank und ich gebe mein Bestes, dass es genauso weitergeht. Glaubt einfach an eure Träume und gebt nicht auf. Auch wenn andere Leute sagen, ihr schafft es nicht. Sehr gut. Fest an euch und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macher. Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt. Macher.